Am Stadtgraben in Moers lag die ehemalige Gerberei Bremer. Hier wurde bis 1973 Leder nach einem alten Gerbverfahren mit Eichenlohe hergestellt. Trotz einiger teilmechanisierter Arbeitsschritte war der langwierige Herstellungsprozess im Gegensatz zur heutigen Lederproduktion noch überwiegend von der Handarbeit bestimmt. Das Leder ist fertig gegerbt und soll nun zugerichtet werden. Das heißt, durch verschiedene mechanische Behandlungen veredelt der Gerber Struktur und Oberfläche. Alle Arbeitsgänge beim Zurichten haben den Zweck, das noch spröde, raue und stumpfe Leder gleichmäßig dick, glatt, geschmeidig und glänzend zu machen. Ich muss ein Stück Leder haben, wo ich drauf knien kann. Vor dem vollständigen Austrocknen bearbeitet der Gerber das noch feuchte Leder zunächst mit dem Stoßeisen. Mit der stumpfen, abgerundeten Klinge stößt er vorhandene Unebenheiten aus der Haut und streicht sie von der Mitte zum Rand hin glatt. Zugleich streckt er das Leder. Da sich der Verkaufspreis des Leders nach der Größe errechnet, versucht er es, soweit es möglich ist, nach allen Richtungen zu dehnen. Dieses Ausstoßen nennen die Gerber auch Lickern. Da die Lederstücke unterschiedlich dick und hart sind, besitzt der Gerber Lickereisen mit verschieden breiten Klingen. Die Wahl eines bestimmten Eisens war auch davon abhängig, wie gut der Holzgriff dem Gerber in der Hand lag. Der Arbeitstisch ist so konstruiert, dass seine Platte leicht nach hinten abfällt. Dadurch kann der Gerber bei raumgreifenden Arbeitsbewegungen mehr Kraft einsetzen. Mit kräftigem Druck quetscht er restliche Gerbbrühe, Talg und Wasser aus der Haut. Ist das Lederstück fertig ausgestoßen, können die Helfer es zum Trocknen auf den Speicher tragen. Eine schwere Marmorplatte bildet die für alle Zurichtarbeiten notwendige harte und glatte Unterlage. Der beste Platz zum Trocknen ist ein schattiger, luftiger Raum. Ein solcher befindet sich unter dem Walmdach des Gerbereigebäudes. Durch die offenen Luken kann ständig frische Luft ziehen. Dadurch wird eine Schimmelbildung auf den feuchten Häuten vermieden. Zugleich schützen die verstellbaren Holzlamellen vor direktem Lichteinfall. Sonne würde das Leder zu schnell austrocknen und brüchig werden lassen. Zum Trocknen müssen die Gerber jedes Lederstück einzeln in einen Rahmen spannen. Die rechteckigen Holzrahmen sind selbst gebaut und in großer Anzahl vorhanden.
Durch einfache Schraubverbindungen lässt sich die Rahmengröße verstellen und dem jeweiligen Leder anpassen. Zum Befestigen des Leders in den Rahmenhölzern nehmen die Handwerker Nägel, deren Köpfe in Korken stecken. Die Auflagefläche der Korken vermindert die Spannung um die Nagellöcher. Hier kann die Haut beim Trocknen leicht einreißen. Der Korkmantel erleichtert auch das Einschlagen und spätere Ausziehen der Stifte. Die Helfer arbeiten mit Flach- und Spannzangen, wie sie auch Schuster und Sattler benutzen. In dichter Reihe halten die Nägel das Leder stramm gespannt. An den Stellen, die nicht bis zum Rahmenholz reichen, klammert der Gerber das Leder und strafft es mit einem Stück Kordel bis zum Rand. Nachdem die Männer das Leder an einigen Stellen nachgezogen haben, sitzt es fest und glatt auf dem Rahmen. Dann können sie es beiseite räumen, um den Tisch für das nächste Stück frei zu haben. Die Narbenseite, das heißt die ehemalige Haarseite der Haut, zeigt beim Aufspannen nach oben. So erkennt der Gerber die von ihm eingestanzte Nummer, die Gewichtsangabe und eventuelle Fehler. Unter dieser Rindshaut hatten sich die Engerlinge der Dasselfliege eingenistet. Der Riss zeugt von einer Verletzung des Tieres am Stacheldraht. Vieles, was dem Landwirt bei der Viehhaltung Sorge bereitet, mindert später auch die Qualität der Gerberware. Bis 1973 führte der Gerber mit 6 angelernten Handwerkern seinen Betrieb, mit dem er sich auf die Herstellung von strapazierfähigem Rindsleder spezialisiert hatte.
Es musste bestimmte Eigenschaften aufweisen, weil es für orthopädische Artikel und Sportgeräte verwandt wurde. Um Kraft und Zeit beim Hochschaffen von Häuten, Werkzeug und Gerät zu sparen, benutzten die Gerber früher einen Aufzug. Zum Austrocknen stellen die Männer das aufgespannte Leder vor die Lüftungsluken. Sie stützen die fast 3 Meter hohen Holzrahmen mit waagerechten Querhölzern und verhindern damit, dass sie umfallen. In Kopfhöhe verläuft quer durch den Speicher ein Riegel. Auf der Oberkante sitzen Korkstifte. Sie markieren die Abstände, die zwischen jedem Rahmen gehalten werden müssen, damit ausreichend Luft um die Häute zirkulieren kann. Um den Trockenprozess zu beschleunigen und witterungsunabhängig zu sein, ließen sich viele Gerber nach der Jahrhundertwende Dampfheizungen installieren. Vor Sonne und Nässe geschützt, trocknet das Leder auf dem durchlüfteten Speicher der Gerberei. Dazu braucht es im Sommer, wenn das Wetter trocken ist, nur 1 bis 2 Tage. Bei feuchter Witterung dauert es doppelt so lange. In der Mörsergerberei können die Männer nach 2 Tagen mit dem Entnageln beginnen. Weil dem Leder durch das Trocknen die Feuchtigkeit entzogen wurde, ist es jetzt wieder steifer geworden. Einige Häute sind noch klamm. Die Gerber reiben sie gründlich mit Tüchern ab, damit sich keine Stockflecken bilden. Im Rohzustand wiegt eine Rinderhaut bis zu 30 Kilogramm. Sie verliert aber durch Enthaaren, Entfleischen, Spalten und Trocknen fast die Hälfte ihres Gewichts. Der Helfer, der die trockenen Lederstücke nun wieder in den Arbeitsraum nach unten schafft, kann jetzt bequem mehrere auf einmal tragen. Das kurze Putzmesser schärft der Gerber an der Glasklinge eines Stoßeisens.
Dann zieht er es auf dem Leder noch einmal ab, ehe er damit die Ränder begradigt. Er entfernt schmale Streifen, die durch Nagelspuren oder Zangenabdrücke unordentlich aussehen. Auf die sorgfältige Bearbeitung der Ware wird in der Gerberei ebenso großer Wert gelegt wie auf den sauberen Arbeitsplatz. Auch das getrocknete Leder wird noch einmal ausgestoßen. Jetzt geht es darum, die Oberfläche zu verdichten. Hierzu benutzt der Gerber das Stoßeisen mit der abgerundeten Glasklinge. Das Resultat dieser recht anstrengenden Arbeit ist eine glatte, matt glänzende Narbenseite. So, gut, komm, fertig. Nach dem Glanzstoßen setzt der Gerber die Krispelmaschine ein. Sie wird von einem Motor angetrieben. Treibriemen, Keilriemen und Ketten übertragen die Bewegung auf die Narben der beiden Walzen. Die untere Walze ist mit einer Korkschicht überzogen. Wird das Leder von der oberen Walze an diese elastische Auflage gedrückt, kann die natürliche Struktur der Narbenseite stärker hervortreten. Die Walzen einer solchen Maschine konnten die Gerber nach Bedarf auswechseln. Wünschte ein Kunde zum Beispiel länglich gemustertes Leder, so wurde dieses Merkmal mit einer entsprechend gravierten Walze eingepresst. Die Krispelmaschine ersetzte nach der Jahrhundertwende die mühevolle Handarbeit mit dem Krispelholz. Der Gerber zeigt jetzt noch einmal, wie man mit dem Unterarmholz das Leder unter sich zieht. Hierzu schlägt er es mit der Narbenseite nach innen um und walkt die Biegestelle hin und her. Im Gegensatz zum maschinellen Narbenpressen dauert das Krispeln mit dem Holz bedeutend länger. Aber der Gerber erreicht dabei dreierlei auf einmal. Die narbige Oberflächenstruktur tritt hervor, das Hautgewebe wird gelockert und das Leder kann nachher Fett oder Farben besser aufnehmen. Zum Einfetten nehmen die Gerber eine Emulsion aus Rindertalg. Ja, gut.
Durch das Fett soll das Material biegsam und elastisch bleiben. Verwenden die Gerber farblose Öle und Fette, so erhalten sie damit die natürliche Färbung des Leders. Je nach Verwendungszweck können sie es auch aufhellen, dunkler färben oder schwärzen. Das Einreiben der Häute war keine schwere Tätigkeit. Sie wurde deshalb oft von Frauen erledigt, während die Männer mit anderen Zurichtarbeiten beschäftigt waren. Da das eingefettete Leder noch trocknen muss, legen es die Männer über ein Rundholz und hieven es mit Hilfe ihrer Gerberstangen auf die Halterung unter der Decke. Bis die Häute den Talg vollständig aufgesogen haben, vergehen einige Tage. Der Unterschied zwischen der behandelten Narbenseite und der unbehandelten Fleischseite wird recht deutlich, nachdem das aufgetragene Fett eingedrungen ist. Obwohl das Fett soweit eingezogen ist, nimmt sich der Gerber jedes Lederstück noch einmal einzeln vor, um es mit dem Krispelholz zu bearbeiten. Die konvex gebogene Unterseite des Krispelgerätes ist mit Kork bespannt. Der Gerber führt den Unterarm durch die Lederschlaufe und packt den senkrechten Handgriff. So lässt sich das ellenlange Holz sicher führen. Durch kräftiges Walken mit dem Krispelholz erreicht er, dass der Talg in alle Hautporen gründlich einmassiert wird. Bei diesem Vorgang werden zugleich die Fasern der Fleischseite aufgekraust und damit weicher. Stück für Stück walkt er so lange, bis das Leder wieder geschmeidig ist. Zum Zeitpunkt der Filmaufnahmen beherrschten im Rheinland nur noch wenige Handwerker die komplizierten Gerb- und Zurichttechniken. Denn nach 1910 veränderten die schnell fortschreitende Technisierung und Chemisierung die Arbeit in den Gerbereien von Grund auf. Viele Handwerksbetriebe mussten schließen, weil sie der industriellen Konkurrenz nicht gewachsen waren. Der Meister des Mörserbetriebes hat sein Handwerk noch als Geselle auf einer dreijährigen Wanderschaft gelernt. Zum Abschluss der Zurichtarbeiten kontrolliert er die Beschaffenheit des Leders. Dessen natürliche Narbung soll angenehm auffallen. Dazu muss es unversehrt, gleichmäßig dick, glänzend, glatt, griffig und elastisch sein. Sind diese Kriterien erfüllt, so kann das Leder unter der ersten Güteklasse verkauft werden.
Vor dem Verpacken ermitteln die Gerber die Größe jedes Lederstücks. Sie messen die Länge vom Nackenansatz bis zum Schwanz und die Breite am Rumpf. Für 80. So, komm schon. Für 80, 210. 5 Meter 60, 5 Meter 85. In der Regel kam man auf 5 bis 6 Quadratmeter. Der Preis richtete sich nach der Größe. Leder für Treibriemen wurden nach Gewicht bezahlt. Schön glatt. Ja, op, op. Für den Versand packen die Männer je 5 Stück zusammen. Sie schlagen die Leder doppelt und legen sie mit den Stoßkanten seitlich wechselnd bündig übereinander. So, noch eine. Unterlegte Wellpappstreifen sollen das äußere Leder vor Einschnürungen schützen. Mitte der 70er Jahre erhielt der Gerber für einen Quadratmeter hochwertiges Leder der A-Sortierung zwischen 60 und 75 Mark. Die Gerberei Bremer verschickte ihre Ware an lederverarbeitende Betriebe im In- und Ausland. In 4-wöchiger Bearbeitungszeit haben die Gerber aus den rohen Häuten haltbares Leder hergestellt. Danach verwandten sie noch einmal fast 2 Wochen für das Zurichten, um dem Leder seine natürlichen Eigenschaften zurückzugeben.